Herzlich willkommen zu diesem ersten Video aus meiner Reihe Datenschutz und Datensicherheit. In diesem ersten Video wollen wir uns ein paar Begriffe näher anschauen, was man eben darunter versteht. Fangen wir gleich an mit dem Begriff Daten. Ja, Daten sind, wie du sicher auch weißt, Texte, Videos, Bilder, Bilder zum Beispiel von den Kindern im Urlaub, Musik und dergleichen mehr. Also diese Sachen, die wir gerne miteinander austauschen. Daten sind aber auch Informationen. Und da können wir unterscheiden zwischen privaten Informationen und öffentlichen Informationen. Privat sind Informationen dann, wenn sie nicht allen zugänglich sind. Wenn sie zum Beispiel nur der eigenen Familie oder in manchen Bereichen auch dem Staat zum Beispiel zugänglich sein sollten. Beispiel dafür wären der eigene Name, die persönliche Adresse, Autokennzeichen, Familienstand, ob man ledig, verheiratet ist, ob man vielleicht eine bestimmte sexuelle Orientierung hat, welchen Besitz, welches Vermögen man hat oder eben auch nicht hat und eben auch politische Ansichten. Und bei diesen Beispielen für die privaten Informationen, für die privaten Daten, sollte man jeweils gut überlegen, was man bekannt gibt, was man anderen weitergibt oder wo man eben schauen sollte, dass andere das nicht so leicht erkennen können, zum Beispiel welches Autokennzeichen man hat oder welchen Besitz oder welche politischen Ansichten man hat. Öffentliche Daten sind in der Regel ja allen zugänglich. Und ein Austausch dieser öffentlichen Daten ist dann in der Regel ja auch erwünscht. Zum Beispiel auch Forschungsdaten. In Bezug auf Forschungsdaten ist es sicherlich hilfreich und wünschenswert, wenn sich Forscherinnen und Forscher austauschen, weil man ja voneinander lernen kann. Wenn man aber eher wünscht, dass nicht alle Forscher, zum Beispiel aus anderen Ländern oder anderen Firmen, dementsprechend dann an diese Daten kommen, muss man auch diese Daten wieder geschützt halten. Damit sind wir beim dritten Punkt, die Notwendigkeit der Datennutzung. Nun, eine Voraussetzung für die Datennutzung ist hier mal die Speicherung auf einem Datenträger, wie zum Beispiel einer Festplatte, SSDs werden immer mehr verbaut, oder auch zum Beispiel die Speicherung von Daten in der sogenannten Cloud im Internet, also einem Verbund von mehreren Rechnern, wo eben dann die Daten gespeichert werden, nicht nur auf der eigenen Festplatte oder eben auf dem eigenen Datenträger. Wie schon angesprochen, im Bereich der Forschung und Wissenschaft ist es ganz wichtig, für eine Datennutzung heutzutage, dass ein Austausch dieser Daten leicht möglich ist. Man verschickt dementsprechend E-Mails über das Internet oder nimmt teil an sozialen Netzwerken, wo man rasch Fotos austauscht und so weiter. Also heutige Datennutzung steht sicherlich im Zeichen des Austausches. Dann kommen wir zum Begriff von Datensicherung und Datenschutz. Zuerst zum Begriff Datensicherung. Unter Datensicherung versteht man die Verhinderung von Datenverlust und unerwünschter Veränderung. Also man ergreift entsprechende technische Maßnahmen, um diese Daten dann eben auch zu sichern. Beim Datenschutz, das ist dann hier der fünfte Punkt, da geht es darum, dass man versucht zu verhindern, dass unberechtigter Zugriff oder unerlaubter Zugriff eben auf die eigenen Daten dann geschieht. Wie zum Beispiel solche Patientendaten oder Bankdaten. Darin sind gerade meine Beispiele, die ich jetzt hier im Zusammenhang mit den Daten sind privat erwähnt habe. Also ein Schutz vor Missbrauch. Und weniger im Gegensatz dazu, bei der Datensicherung geht es ja noch darum, dass diese Daten nicht verloren gehen oder unerwünscht verändert werden. Also das ist die Datensicherung, das wäre der Datenschutz. Im nächsten Video werden wir uns andere Aspekte des Datenschutzes und der Datensicherung anschauen. Danke für deine Aufmerksamkeit.